keine 2 Stunden mehr erledigen heute als früher in einem Monat. So, wir fahren jetzt nach Köln, haben gleich ein Meeting mit Kollega und mit Dirk Reuter, drehen da was für eine Kampagne. Manchmal muss man eben auch früh aufstehen. So, wir sind jetzt wie gesagt auf dem Weg an einen geheimen Ort. Ich komme rein und sage, macht ihr auch Vorträge? Dann sagt ihr, nee, Vorträge machen wir nicht. Da sind Sie hier falsch. Wir machen nur Coachings. Ach ja, nee, dann gehe ich wieder. Bitte? Da würdest du sagen, Vorträge, was für Vorträge wollen Sie machen? Ja, das und das und das? Ja. Da sind Sie hier genau richtig. Ja, kommen Sie mal rein. Genau. Geht ja auch nicht. Ja, und viele verstehen halt den wahren Bedarf auch nicht, den Leute haben. Ne? Ja. Und entwickeln sie auch nicht weiter dadurch. Man muss halt einfach nur Fragen stellen. Ne? Und dann, und das ist auch gut, dann gibt es Leute, die sagen, ich bin Coach. Und dann fragt einer nach einer Beratung und das haben sie dann nicht. Obwohl es eigentlich genau dasselbe ist für die andere Person, statt einfach mal nachzufragen. Und das ist ja allein diese Begrifflichkeiten mal zu trennen. Ach, du bist Coach. Ich bin kein Coach. Ich bin Redner. Ich dachte, du wärst Coach. Du stehst da auf der Bühne. Ja, aber ein Coach steht nicht auf der Bühne. Ein Coach macht 1:1. Ah nee, das ist doch Coaching. Also für den Normalbürger ist Coaching Speaking, Training, 1:1, Beraten. Das ist für den alles Coaching. Ja. Also allein die Begrifflichkeiten zu klären, machst du schon Umsatz. Dabei, dabei. Müssen uns beeilen, Leute. Machst du eine Story? Wenn du eine Social-Media-Reichweite hast, dann kannst du einfach hingehen und machst zwischendurch halt einfach so Q&As zum Beispiel, ne? Kannst auch Kunden drüber gewinnen. Mhm. Mach ich auch mal ganz gerne. So, weißt du? Kannst du ja dann eine Story machen, ein Foto. Dann sagst du hier, Frage und Antwort oder Q&A. Und dann können die Leute Fragen stellen und so kommst du halt auch in den Kontakt mit deiner Zielgruppe. Vor allem kannst du auch so ganz einfach Fragen rauskriegen, die jetzt für deine Leute relevant sind zum Beispiel, weißt du? Hier in WhatsApp haben wir ziemlich viele, sag ich mal, Kunden in der Mastermind. Und zwischendurch antworte ich dann einfach in diesen WhatsApp-Gruppen und gehe auf die Fragen von den Kunden ein, gebe denen Feedback. Unserem May Consulting Great Again Cup. Geil, oder? Das ist bald das Merchandise verkaufen. Das ist übrigens unser Content-Team, heißt. Die überlegen sich die ganzen Inhalte. 2 davon, zumindest, die anderen sind in der Mittagspause. So, jetzt waren wir ein bisschen unterwegs. Was ich eigentlich jetzt im Grunde noch mache, ist, ich schaue mir hier ein bisschen unsere Tabellen an, weil am Ende des Tages, wenn man so eine Firma leitet, wie wir das jetzt machen, wo mittlerweile ja 29, 30 Personen arbeiten, da geht es weniger jetzt darum, dass ich irgendwie operativ noch was mache, sondern vielmehr darum, halt drauf zu schauen, dass alles korrekt läuft
habe auch eben mal nochmal geguckt, was Bewerbungen angeht, weil wir stellen ja auch aktuell viele Leute ein. In dem Moment, wo du Mitarbeiter einstellst, hast du halt ganz andere Möglichkeiten, deinen Alltag zu gestalten. Weil der Umsatz fließt weiter, die Kunden sind happy, die Kunden werden betreut, wir haben ein ganzes Coaching-Team sitzen. Da waren wir auch heute Mittag, hast ja gesehen, die Leute in unserem Büro. So, wir sind jetzt fertig mit dem Dreh, haben gerade das Auto vollgeladen, das andere Auto ist schon weg. Und sehen uns dann gleich im Restaurant, ne? Bis gleich. Ciao. See you later. Okay, bye. Bye. Ich habe es leider nicht mitbekommen, aber als wir rausgekommen sind, da war irgendwie hier was. Unserem Auto ist wohl irgendwie jetzt hier gegen die Laterne gekommen. Hat da irgendwie jetzt einen Schrammer reingemacht oder zumindest am Auto ist jetzt auch irgendwie ein Schrammer oder so. Ich sag mal so, Sachen, Gegenstände, wenn die kaputt gehen, ist komplett egal. Ist halt ärgerlich, aber gut, Hauptsache, also unserem Mitarbeiter ist nichts passiert. Auf jeden Fall haben wir gerade eine Szene mit Arben gedreht, also unserem Partner, der auch unseren Vertrieb leitet. Und es war so geil, er hat einfach so ein bisschen die ganze Story erzählt, wie wir uns kennengelernt haben, wie er selber hergekommen ist. Er ist ja als Kriegsflüchtling nach Deutschland gekommen und mega geiles Video. Das werdet ihr auf jeden Fall auf unserer Webseite irgendwann zu sehen bekommen. Kann ich nur empfehlen, sich das reinzuziehen. Jetzt gehen wir ins Adagio, das ist so unser Stammrestaurant, wo wir sehr, sehr oft essen gehen. Auch immer, wenn wir ein Seminar haben. Wir werden auch dieses Wochenende ein Seminar haben, am Samstag. Und da kommen Kunden nach Koblenz. Wir machen quasi einen Tag nur Fragen beantworten, die stellen. Und dann gehen wir am Ende des Tages auch immer nochmal gemeinsam essen, laden die dann ein. Und das ist auch immer im Adagio, also es ist genau dieses Restaurant, von dem ich gesprochen habe. Also das ist so ein bisschen mein typischer Tag, wir essen jetzt noch was und dann gehen wir her, denke ich, noch in die Shisha-Bar. Ich noch was besprechen muss mit Arben und da kommen auch manchmal oder oft Mitarbeiter mit, die bei uns arbeiten. Aber das war jetzt einfach mal so ein typischer Tagesausflug von uns. Ich würde sagen, gehen wir einfach mal rein, oder? So, jetzt habe ich dich bzw. euch mal mitgenommen auf einen Tag bei mir. Wenn dir das Ganze gefallen hat, wenn du Lust hast, mit uns zusammenzuarbeiten, ja, geh auf www.andreasbaulig.de und bewirb dich für ein kostenloses Erstgespräch. Du wirst dann von einem unserer Mitarbeiter angerufen, einem von denen, die du auch hier im Video gesehen hast, die schauen, wo du gerade stehst in deinem Geschäft, wo du hin möchtest. Und was wir machen ist, wir gucken uns an, wo gerade dein größtes Problem ist, voranzukommen. Dein größtes Problem ist, den nächsten Step zu machen, das nächste Level in deinem Geschäft zu erreichen, die nächsten Umsatzsteigerungen für dich wahrzumachen, die nächsten Veränderungen in deinem Geschäft so zu machen, dass du mehr Freiheit hast, mehr Zeit, dein Leben mehr genießen kannst, mit dem, was dir Spaß macht. Also geh auf www.andreasbaulig.de, trag dich ein und ja, vielleicht bist du schon bald bei uns in einem Gespräch und kriegst deinen Plan, wie du weiterkommst. Ansonsten abonniere gerne diesen YouTube-Channel. Und wir sehen uns in einem weiteren Video. Wir gehen jetzt noch eine Shisha rauchen, ganz entspannt. Mach's gut, ciao.